Liebe Kolleginnen und Kollegen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Verzeiht bitte die Verspätung des Videobeginns. Da gab es Probleme zwischen der Kompatibilität von Microsoft und Mac. Das tut mir leid. Ihr wisst ja, dass das im klinischen Alltag eingeschoben ist und ich danke, dass Professor Edelmann und mir hier gemeinsam geduldig ausgeharrt hat, bis wir die Probleme so ein bisschen bypassed haben. Vielen Dank und ich freue mich auf die erste Echo-Fortbildung, die wir online machen. Ich denke, dass das ein spannender Auftakt ist, dass wir vielleicht auch dran anknüpfen können und möchten einsteigen mit einer Echo-Fortbildung zum Themenkomplex pulmonale Hypertonie. Wie erkenne ich es? Und vielleicht nochmal ein kleiner Anriss, was ist das überhaupt? Und freue mich auf den Vortrag. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Vielen Dank für die Einleitung. Wir rutschen mal so ein bisschen rum, damit ich mich zentral vermarktet sehe. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, die pulmonale Hypertonie hat ja viele Facetten und viele Klassifizierungen. Und was wir häufig im Alltag noch nicht so gut tun, ist das Screenen auf eine pulmonale Hypertonie. Welche Zeichen sind dafür verantwortlich, dass wir das vielleicht häufiger finden können oder besser darauf achten? Und wie monitoriere ich denn den Verlauf einer pulmonalen Hypertonie in sozusagen im Gleichklang mit den Leitlinien, die uns das ja an der Stelle vorgeben? Ich gehe zunächst mal auf den Hintergrund ein. Wir wissen, dass die Folge einer pulmonalen Hypertonie Mit natürlich. einem Slide kurz zurückgehen, damit ich kurz umschalten kann. Entschuldigung. So. Gehe ich nochmal ein Slide vor. Also wir wissen natürlich, dass am Ende der pulmonalen Hypertonie häufig eine Rechtsherzinsuffizienz steht, die ein Rückwärts- und aber auch ein Vorwärtsversagen natürlich hat. Rückwärtsversagen ist auch bekannt, natürlich periphere Ödeme, Aszitis, Jugularvenenstauung, Stauungsleber oder auch ein hepatojugulärer Reflux, Vorwärtsversagen mit der gestörten linksventrikulären Füllung und natürlich auch aus dem gestörten Auswurf danach folgend Dyspnoe, Hypotonie, körperliche Schwäche, Schwindel oder auch das Auftreten von Synkopen. Das alles ist mit einer sehr schlechten Prognose assoziiert und das wollen wir natürlich verhindern. Die Ursachen für eine Rechtsherzinsuffizienz sind vielfältig. Es kann zum Beispiel ein Rechtsherzinfarkt sein, es kann eine Tricuspidalklappeninsuffizienz sein, Pulmonalstenose, komplexe Vizien oder auch angeborene morphologische Störungen, wie zum Beispiel die arrhythmogene rechtsventrikuläre Dysplasie. Aber ein wichtiger Grund ist und bleibt das sogenannte chorpulmonale oder auch die breiter gefasst pulmonale Hypertonie, die nicht nur die Lungenerkrankungen mit erfasst, sondern eben auch die pulmonale Hypertonie infolge von anderen Erkrankungen. Und um das Bild noch mal ein bisschen abzurunden, kurzer Schritt Richtung Epidemiologie, wie häufig ist das denn? Also wir reden ja bei einer zum Beispiel chronischen Herzinsuffizienz von einer allgemeinen Epidemiologie von 1 bis 2%. Und jetzt sehen wir hier, dass die pulmonale Hypertonie auch eine Prävalenz weltweit hat von circa 1%. Und das ist relativ viel, muss man sagen. Und bei Patienten, die über 65 Jahre alt sind, sind das eben auch bis zu 10%. Und natürlich steigt das mit höherem Alter weiter an in der prozentualen Zuordnung. Und das ist also schon eine ganze Menge. Das heißt, pulmonale Hypertonie ist kein seltenes, sondern ein sehr häufiges Krankheitsbild. Und hier sieht man für die verschiedenen Regionen aufgeteilt, wie ist denn die Verteilung der Ursachen der pulmonalen Hypertonie. Und da sieht man in Rot die Linksherzerkrankungen als Ursache für eine pulmonale Hypertonie. Und das ist in Nordamerika, Europa, Mittlerer Osten oder ein bisschen weniger in Afrika ungefähr immer so 45 bis 50% aller Fälle von pulmonaler Hypertonie. Also ist das Fachgebiet pulmonale Hypertonie auch schon nicht schlecht angesiedelt in der Kardiologie. Aber die andere fast Hälfte der Ursachen für eine pulmonale Hypertonie sind eben die Lungenerkrankungen, die hier mit knapp 50 oder auch in teilweise nur bis zu 30% verantwortlich sind für das Auftreten der pulmonalen Hypertonie. Wie das dann genau eingeteilt wird, zeige ich gleich nochmal. Aber das sind natürlich die Ursachen ganz klar umrissen, also Lungenerkrankungen und Herzerkrankungen ganz klar an erster Stelle. Und ganz wenige haben die sogenannte primäre pulmonale Hypertonie hier gezeigt. Warum beschäftigen wir uns viel mit pulmonaler Hypertonie? Das sind Daten für eine primäre pulmonale Hypertonie. Und da sieht man grundsätzlich, und das zeigt sich auch für Linksherzerkrankungen, dass wir eine wahnsinnig schlechte Prognose haben, wenn wir, egal warum,
eine aufgetretene pulmonale Lyptonie haben. Wir haben eine mittlere Überlebenszeit von nur 2,8 Jahren für diese Patienten. Die Todesursachen sind hier ungefähr bei der Hälfte Rechtsherzversagen tatsächlich und ein Viertel der Patienten stirbt am plötzlichen Herztod. Das sind erschreckende Daten und die sollten uns eigentlich wahnsinnig dafür sensibilisieren, dass wir die Erkrankung bzw. das Auftreten der pulmonalen Lyptonie früh diagnostizieren und früh adäquat behandeln. Ich habe eben schon gesagt, wir können es einteilen. Es gibt hier verschiedene Formen der Klassifizierungen. Die Nizza-Klassifikation hier dargestellt, zuletzt publiziert im European Heart Journal 2016. Und was wir eben gesehen haben, die Gruppe 2, das sind die Erkrankungen infolge von Linksherzerkrankungen, sind hier mit am häufigsten anzutreffen überhaupt. Deswegen landen auch viele pulmonale Hypertoniepatienten bei uns in der Kardiologie. Das kann systolische Dysfunktion sein, diastolische Dysfunktion, die HFpEF an erster Stelle bei uns, gerade auch im Krankenhaus, natürlich sehr im Fokus. Aber natürlich auch Vizien oder auch zum Beispiel eine angeborene oder erworbene Pulmonalvenenstenose. Die Gruppe 3 ist die zweithäufigste Gruppe. Das sind die Gruppe, sind die, ist die Gruppe mit den chronischen Lungenerkrankungen. Hier zählt zum Beispiel natürlich die schwere COPD dazu, interstitielle Lungenerkrankungen, aber auch andere Lungenerkrankungen. Das ist also die zweitgrößte Gruppe nach der Gruppe 2, gefolgt von der chronisch thromboembolischen pulmonalen Lyptonie infolge einer Lungenembolie und die Gruppe 1, einer primären pulmonalen Hypotonie, die gar nicht so häufig ist, aber trotzdem einen sehr schlechten Verlauf für die Patienten aufweist. Also fünf Gruppen insgesamt. Eine kluge Frage gab es im Vorfeld: Kann ich echokardiografisch die Gruppen unterscheiden? Da muss man sagen, nein, natürlich nicht gut. Dafür ist die Echokardiografie gar nicht gedacht und auch nicht da. Man kann diese Gruppen aber gegen die Gruppe 0 abgrenzen, das heißt das nicht vorliegende pulmonalen Hypertonie. Ich zeige dann dazu noch die Kriterien. Jetzt haben wir darüber gesprochen, wie die Klassen verteilt sind in diesen, also weltweit in diesen epidemiologischen Daten. Und es gibt aber sogenannte pH-Register in Frankreich oder auch das TRACS-Register, die zeigen so ein bisschen eine andere Aufteilung, nämlich dass die zeigen hier, dass die Klasse 3, nämlich die pulmonologischen Erkrankungen, hier im Vordergrund sind. Warum ist das so? Das sind häufig getriebene Register, die sich natürlich eher aus diesem Bereich pulmonale Hypertonie durch Klasse 1 und Klasse 3 zusammensetzen. Und hier finden wir gar nicht so häufig die kardiovaskulären Erkrankungen. Da schrumpfen die dann vom Anteil bis hin auf 13 oder 24%. Ich glaube, das ist ein bisschen eine Verschiebung aufgrund der Struktur des Registers. Man muss also hier mehrere Register zusammennehmen, um tatsächlich ein reelles Bild über die Epidemiologie zu bekommen. Aber was nochmal ein wesentlicher Aspekt ist und ein wesentlicher Punkt: Wir wissen, dass die pulmonale Hypertonie eine sehr schwer diagnostizierbare Erkrankung ist, weil sie einfach viel übersehen wird. Und demzufolge gibt es sehr schöne Daten, dass die mittlere Latenzzeit von Symptombeginn bis zur Diagnose ungefähr 27 Monate beinhaltet. Und wir haben eben gesehen, dass wir eine mittlere Überlebenszeit von 2,8 Jahren haben. Und das heißt faktisch, dass wir hier sehr viel Zeit verlieren, um die Patienten suffizient zu behandeln und möglicherweise auch mit prognostisch relevanten Medikamenten. Wie diagnostiziere ich die pulmonale Hypertonie? Das ist ganz klar eine Domäne der Rechtsherzkatheteruntersuchung. Was wir mit dem Echo machen, ist tatsächlich ein Screening und Hinweise darauf finden. Die Diagnose erfolgt mittels Rechtsherzkatheter. Und was wir natürlich auch im Verlauf machen, ist hier eine Beurteilung der Echoparameter, um den Therapieerfolg zu sichern oder zu kontrollieren und gegebenenfalls die Therapie anzupassen. Aber die Diagnose ist und bleibt eine Domäne der Rechtsherzkatheteruntersuchung. Wir sehen, dass grundsätzlich der mittlere pulmonalarterielle Druck über 25 sein soll. Das gilt für alle klinischen Gruppen 1 bis 5 als Diagnose der pH. Und ob ich dann präkapillär oder postkapillär bin, unterscheide ich mittels des Wedge Pressures, des pulmonalarteriellen Verschlussdruckes, ob der nun größer oder kleiner 15 ist. Und die isolierte postkapilläre pulmonale Hypertonie kann ich anhand des Druckgradienten zwischen der pH, zwischen dem pulmonalarteriellen Druck und dem Wedge Pressure feststellen, ob der größer oder kleiner 7, größer gleich 7 oder kleiner 7 ist. Und dann kann ich feststellen, ob ich eine isoliert postkapilläre pulmonale Hypertonie habe.
bei einer Linksherzerkrankung oder ob ich hier eine präkapilläre Komponente dabei habe. Was mir auch noch hilft, ist der vaskuläre Widerstand im Pulmonalbett. Wenn der größer 3 Wood Units ist, dann ist das eine gemischt post- und präkapilläre pulmonale Also Hypertonie. ist das, was ich im Echo suche, im Grunde nur die der Eintrittswert, um überhaupt Absolut. weiter Es diagnostizieren zu ist nur können. der Eintrittswert, die Diagnose präkapillär, postkapillär treffe ich anhand der Rechtsherzkatheteruntersuchung. Und das hier ist ein Beispiel dafür. Eine Rechtsherzkatheteruntersuchung. Wir haben hier einen normalen PAVP, einen Wedge-Pressure, der ist normal. Wir haben einen erhöhten PA-Mitteldruck von über 25, hier 32. Wir haben hier einen transpulmonalen Gradienten, der über 7 ist. Und wir haben einen, das sieht man hier, oder der genau 7 ist, auf der Grenze liegt. Und wir haben hier einen erhöhten vaskulären Widerstand, der ist nicht 3, sondern 6,6. Und damit haben wir eine gemischt post-präkapilläre pulmonale Hypertonie in diesem vorliegenden Fall. Und das ist eine ganz klare Diagnose und sollte dann auch natürlich in das Therapie-Guiding übergehen. Diese Arbeitsdiagnose, wie ich es eben schon gesagt habe, Pulmonalbetonie oder Verdacht auf Pulmonalbetonie, führt natürlich dazu, dass ich hier anhand des Rechtsherzkatheters relativ schnell unterscheiden kann. Das ist nochmal ein bisschen anders aufgeführt als Algorithmus. Die primärpulmonale Hypertonie, die durch Linksherzerkrankung verursachte, Nizza Gruppe 2, was wir vorhin schon gesagt haben, und dann anhand des transpulmonalen Druckgradienten, kleiner oder größer gleich 7 mm Hg, hat man dann sozusagen die isolierte postkapilläre oder aber auch die gemischt prä- und postkapilläre pulmonale Hypertonie, wenn der pulmonalvaskuläre Widerstand von größer 3 Wood Units ist. Was ich hier habe, ist, dass ich bei diesem gemischten Bild tatsächlich immerhin bis zu 40% der Patienten aus diesem Bereich Linksherzerkrankungen herausfiltern kann. Das sind recht aktuelle Daten und sind sehr gut nachvollziehbar. Jetzt widmen wir uns aber dem Echo, der Echokardiographie und der Aufgabe des der Echokardiographie innerhalb des diagnostischen Findens der pulmonalen Hypertonie. Und da gibt es keine sehr guten, klaren Leitlinien dazu, aber es gibt viele Paper, die das zumindest mal adressieren und versuchen, so ein bisschen zu sortieren, was sind denn eigentlich gute Faktoren, mit denen ich einen erhöhten pulmonalen arteriellen Druck feststellen kann, mittels Echoparametern. Und da sieht man hier auf der linken Seite, dass wir versuchen, einmal mit einem Algorithmus das Risiko des Vorliegens einer pulmonalen Hypertonie einzuschätzen. Das heißt, wir haben hier ein hohes Risiko und ein Intermediate-Risiko für das Vorliegen der PH und auch ein niedriges Risiko. Und das hohe Risiko für eine pulmonale Hypertonie mündet dann natürlich in den Rechtsherzkatheter und die weitere diagnostische Abklärung und das niedrige Risiko gegebenenfalls in gar nichts weiter, weil es keine große Bedeutung hat, weil die Prognose für diese Patienten sehr gut ist. Was mache ich aber nun konkret? Ich habe verschiedene Parameter. Hier sieht man unten eine Tabelle aus einem Positionspapier der britischen Echogesellschaft von vor 2 Jahren, die die Echoparameter in drei Kategorien einteilen, in A, B und C. Das heißt einmal in ventrikuläre Parameter, pulmonalarteriell betreffende Parameter oder aber auch Parameter für die Vena cava inferior und den rechten Vorhof. Und da stehen hier die Kriterien, die man messen kann und die man messen soll. Ich zeige das gleich im Detail, das ist nicht für die Tabelle. Aber die sagen eben ganz klar, es sollen mindestens zwei Kategorien A, B oder C betroffen sein, um den Verdacht auf eine pulmonale Hypertonie zu erhärten. Das Beste, was man machen kann, ist, die Geschwindigkeit der Regurgitation über der Tricuspidalklappe zu messen, und zwar direkt zu messen, nicht den PAP auszurechnen, den PAP, den systolischen Druck, mithilfe der Druckabschätzung über die Vena cava inferior, sondern tatsächlich direkt die Geschwindigkeit zu messen über der Rekrutierung der Tricuspidalklappe. Und wenn ich dann eine Geschwindigkeit habe von über 2,8 Meter pro Sekunde, dann habe ich mindestens ein intermediär oder hohes Risiko für das Vorliegen der pulmonalen Hypertonie. Wenn ich das dann noch kombiniere mit weiteren Parametern, die ich gleich im Verlauf zeige, dann steigt die Wahrscheinlichkeit weiter an, dass eine PH vorliegt. Aber das ist ganz klar der Leading-Parameter für die pulmonale Hypertonie, für den Verdacht auf eine pulmonale Hypertonie. Wenn ich mir was von der Tabelle eben gemerkt habe, war es, dass die Patienten mit einer pulmonalen Hypertonie, gleich welcher Kategorie sie angehören, sie einen PAP haben müssen von 25 mmHg. Und jetzt ist aber sozusagen im Echo spielt der PAP erstmal eine nachgeordnete Rolle und die
Rehabilitation über die Trigospinalplatte besteht im Vordergrund, wenn ich das richtig verstehe. Das ist richtig, aber die Rekognition über die Trigospinalklappe ist natürlich der Parameter, mit dem ich den systolischen PAP mittels Echokardiographie berechnen kann. Und ich habe einen zweiten Parameter, das ist der rechtsatriale Druck, den ich estimate von der Vena Cava Inferior 15 oder 15 mm Hg. Die neueren Gesellschaften oder die neueren Positionspapiere empfehlen eigentlich nicht mehr, diese zweite Messung dazu zu nehmen, sondern nur die Geschwindigkeit zu nehmen, weil die zweite Messung der Vena Cava Inferior häufig so ungenau durchgeführt wird, dass sie eigentlich keinen wirklichen Wert mehr hat. Deswegen, das machen wir im klinischen Alltag häufig noch, ist aber eigentlich nicht mehr empfohlen. Kategorie A, hatte ich eben gesagt, betrifft die Ventrikel, hier einmal dargestellt. Das ist natürlich das Verhältnis von rechten zu linken Ventrikel. Normalerweise ist der rechte Ventrikel im Vierkammerblick ungefähr ein Drittel des linken Ventrikels. Sobald das Größenverhältnis mehr als 1 zu 1 ist, Richtung rechts, ist das pathologisch zu werten. Der basale RV-Diameter, hier gemessen über 41 mm, ist ebenfalls als pathologisch zu werten. Der zweite Punkt ist das sogenannte D-Sign. Das ist ein D-Zeichen, was auch eindrücklich ist. Das heißt, es gibt durch den hohen intra-rechtsventrikulären Druck gibt es eine Abflachung oder auch sogar eine Eindellung des Septums Richtung LV. Das zeige ich gleich als Beispiel, wie das aussieht. Das ist ein D-Sign, Hinweis auf eine pulmonale Hypotonie, einen Druck oder auch eine Volumenbelastung des rechten Ventrikels. Das sind die Kategorien A, was wir eben gesagt haben. Die Kategorie B, Pulmonalarterie anbetreffend, ist einmal, was ich schon gesagt habe, die Abschätzung der Geschwindigkeit über der Trigospinalklappe, Rekogitation. Hier brauche ich aber mindestens mal eine kleine mit Trigospinalinsuffizienz, damit ich den Gradienten abschätzen kann. Das sieht dann ungefähr so aus, zeige ich gleich ein Beispiel dafür. Über 2,8 ist hier mittleres oder hohes Risiko für das vorliegende pulmonale Hypertonie. Oder aber eben auch die Akzelerationszeit der Pulmonalklappe, also die Öffnungsgeschwindigkeit der Pulmonalklappe. Wenn die kleiner als 105 Millisekunden ist, ist das ein Hinweis auf eine pulmonale Hypertonie, auch da so zu werten. Und letztens die Kategorie C, was wir eben gesagt haben. Hier messe ich die Vena Cava Inferior, wie ganz normal im klinischen Alltag. Die Größe, wenn sie größer als 21 mm ist, ist das pathologisch. Und wenn die In- und Expirationsvariabilität der Vena Cava Inferior größer oder kleiner 50% ist, gilt das nochmal als pathologisch. Also wenn es weniger als 50% variabel ist, ist das ein Hinweis auf eine pathologische Veränderung. Der rechte Vorhof wird ebenfalls im Vierkammerblick gemessen und zwar einfach planimetriert und dann anhand des Wertes, den ich da bestimme, in Quadratzentimeter in die Berechnung eingebracht. Das zeige ich Ihnen gleich alles nochmal im Detail. Aber das sind die Statements aktuell der Gesellschaften zur Frühdiagnose pulmonale Hypertonie. Jetzt ist natürlich klar, wenn wir Linksherzerkrankungen haben und da führen die Herzinsuffizienz, finden sich natürlich auch in den Heart Failure Guidelines von 2016 Hinweise darauf, was ich denn eigentlich messen soll bei PH-Verdacht. Und die zeigen eben genau diese Parameter nicht, sondern wieder andere. Sie nehmen einmal die Tapse, die kennen wir auch alle aus dem Alltag, zeige ich gleich. Die wäre abnormal, wenn sie unter 17 mm ist, als Indikator für die Rechtsherzfunktion oder aber auch die sogenannten Gewebedoppler, den ich auch in der freien Wand rechtsventrikulär messen kann. Und hier ist eine S-Strich-Geschwindigkeit unter 9,5 Zentimeter pro Sekunde auch pathologisch. Das ist das, was die Leitlinie der ESC für Linksherzinsuffizienz bezüglich des Auftretens der PH empfiehlt. Und wie sieht das denn jetzt im Teil konkret aus? Das erste ist, wir können natürlich, und das ist auch ein Zeichen für eine rechtsventrikuläre Morphologieveränderung, die Dicke der freien Wand des rechten Ventrikels messen. Das sieht man hier einmal exemplarisch. Ab 5 mm, größer 5 mm, ist das pathologisch. Das kann man messen in der langen Achse parastinal. Man kann das in der kurzen Achse parastinal gegebenenfalls messen, aber eben auch subkostal. Im Endeffekt ist das hier diese Messung nochmal vergrößert dargestellt. Hier ist es knapp 2 Zentimeter. Das heißt, das wäre ein pathologischer Befund für eine rechtsventrikuläre Hypertrophie, also eine Abnormalität. Das Zweite, was ich machen kann, ich kann das natürlich auch mit dem M-Mode messen, hier dargestellt subkostal, und auch hier kann ich feststellen, dass die Messung
im pathologischen Bereich ist. Die Messung ist aber häufig schwierig durchzuführen. Man sieht hier, dass die Kurven oder beziehungsweise die Strukturen gar nicht richtig gut abgebildet sind. Und demzufolge würde ich also diese Messung immer noch ergänzen um eine gute 2D-Messung, um hier möglichst exakte Werte zu erhalten. Jetzt haben wir eben schon gesagt, die Tapse zur Beurteilung der Rechtsatzfunktion gern benutzt. Das ist die longitudinale RV-Funktion und ist sozusagen die Bewegung des Tricuspidalringens Ringes nach oben, also auf den Schallkopf hin. Und die Auslenkung dieser Bewegung der Struktur messe ich mit dem M-Mode über dem lateralen Tricuspidalklappenring. Und da sieht man hier, dass dieser Wert von basal bis zur Spitze gemessen wird. Das ist hier einmal durchgeführt und man sieht hier, dass die Tapse bei einem Wert von unter 17 als pathologisch zu gelten hat, als eingeschränkte RV-Funktion. Das zeigt sich auch bei den ESC-Leitlinien im Übrigen. Ganz klar ist also hier ein Wert, der in dem Fall, weil er 22 ist, normal ist. Wenn er niedriger ist, ist das als pathologisch zu werten und demzufolge auch in die Berechnung Schauen doch einzubringen. viele zu, die so wie ich vom Echo bisher nur sagen, nur Beobachter des Echos bisher waren. Ja. Das heißt, wenn die Tapse erniedrigt ist, heißt das, dass der Tricuspidalklappenring sich zu wenig bewegt. Richtig, dann ist die longitudinale Bewegung eingeschränkt und das ist ein Hinweis auf die RV-Funktion. Ja, also auf die Einschränkung der RV-Funktion. Wichtig ist, dass man das Bild gut anlotet, dass man einen sehr schönen Vierkammerblick hat, dass das Bild nicht verdreht ist, damit man keine falsch negativen oder falsch positiven Befunde erhebt. Das ist, glaube ich, das Wesentliche. Das heißt also wirklich ein sauberer Vierkammerblick ist für eine gute Tapse unerlässlich. Sobald der Ventrikel schräg liegt, zum Beispiel wenn man das Schallfenster nicht findet, kriegt man natürlich diese longitudinale Exkursion nicht mehr gut aufgezeigt und macht demzufolge natürlich Fehlmessungen. Was wir dann haben, und das ist was Neueres, was auch in den Leitlinien eben schon erwähnt wurde, eine S-Strich, also systolische Funktion im Gewebedoppler. Das heißt, auch hier nimmt man den PW-Doppler, also erstmal den Gewebedoppler, dann legt man den PW, den Pulse Wave Doppler, auch wieder auf den lateralen Tricuspidalklappenring und schaut sich dann hier die Bewegung des Ringes nochmal im Detail an. Das ist im Prinzip ähnlich wie die Tapse, nur sind die ganzen schnellen Geschwindigkeiten rausgefiltert, sodass tatsächlich hier die Gewebegeschwindigkeit imponiert. Und da gibt es einmal die S-Strich-Funktion, das heißt also die systolische Funktion. Dann hat man das E und das A und das ist wie beim Doppler-Einstrom über der Mitralklappe, ist das der frühe und der späte Einstrom in den Ventrikel oder beziehungsweise frühes diastolisch, spätdiastolische und A-Strich kennzeichnet immer die Aktivität des Vorhofes. Das heißt, beim Vorhofflimmern verschwindet das dann, das A, da habe ich nur noch ein E. Das heißt, das ist also ein wichtiger Nebenbefund. S-Strich ist ein Maß für die systolische Funktion des rechten Ventrikels und die Werte sollten über 9,5 cm pro Sekunde sein. Wenn sie das nicht sind, ist das ein Hinweis auf eine rechtsventrikuläre systolische Dysfunktion und sollte dann zur weiteren diagnostischen Abklärung führen. Jetzt hatten wir schon über die Geschwindigkeit, über der Tricuspidalklappe gesprochen und da sieht man hier einmal so ein typisches Dopplersignal. Auch hier der Vierkammerblick eigentlich als Ausgangspunkt für die Messung, damit ich das Signal relativ vertikal anloten kann, damit ich auch hier keine Fehlmessung habe. Mit dem CW-Doppler in der Regel gemessen, weil die Geschwindigkeiten zu hoch sind für den PW-Doppler. Und da sieht man hier diese Hüllkurve, die im Prinzip die Insuffizienz der Tricuspidalklappe anzeigt. Und man misst an der Spitze dieser Hüllkurve die Geschwindigkeit. Und da sieht man hier, dass wir eine Geschwindigkeit haben, TRV Max, das heißt Tricuspidalregurgitation V Max, maximale Geschwindigkeit von 4,2 Meter pro Sekunde. Und das ist ein klarer Hinweis, über 2,8. Es ist sogar über 3,4. Das heißt, ich brauche hier keine weiteren Parameter oder Signs für die pulmonale Hypertonie abwarten. Wenn das über 3,4 ist, ist es ein klarer Hinweis auf einen pathologischen rechten Ventrikel, auf einen hohen Druck im rechten Ventrikel. Und hier muss eine Abklärung mittels Rechtsherzkatheteruntersuchung für diesen Patienten erfolgen. Weil sagen die Voraussetzung oder die Verbindung da ist, eine hohe Geschwindigkeit über der Tricuspidalklappe korreliert mit einem hohen PAP. Mit dem hohen PAP. Normalerweise rechnet man, wie gesagt, über die Vena Cava Inferior den rechtsatrialen Druck hinzu und diese beiden Komponenten ergeben dann den systolischen pulmonalarteriellen Druck laut Gleichung. Und da man gesehen hat, dass diese zusätzliche Druckmessung über die Vena Cava Inferior ungenau ist, lässt man das inzwischen weg
und sagt, ich will nur noch die Rekapitulationsgeschwindigkeit haben und das reicht mir als Zeichen für einen erhöhten PAP. Ob das jetzt mittel- oder systolisch ist, spielt erstmal keine Rolle, aber es ist ein Maß für die Erhöhung des Pulmonaladreniendrucks. Also wenn ich da einen erhöhten Wert habe, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich im Rechtsherzkatheter auch einen erhöhten PAP Absolut messen kann, sehr hoch. sehr hoch. Bei 3, über 3,4 sehr, sehr, sehr hoch und bei Werten zwischen 2,8 und 3,4 auch hoch. Jetzt haben wir eben schon gesagt, die Vena cava inferior Wert pathologisch über 2,1 cm. Ich habe hier ein Bild für eine normale inspiratorischen Kollaps der Vena cava inferior. Da sieht man, dass die wirklich komplett zusammenschrumpft. Das sind mehr als 50% und demzufolge wäre das hier ein normales Inspirationsmuster. Im Vergleich dazu ein Patient, der hier schwer eingeschränkt ist. Da sieht man, dass inspiratorisch die Vena cava gar nicht mehr versucht, über 50% zu kollabieren. Das wäre auch ein Hinweis auf eine pulmonale Hypertonie und kann man sehr schön und sehr leicht subkostal anloten. In der Regel dadurch, dass das rechte Herz vergrößert ist, dadurch, dass die Leber vergrößert ist durch den chronischen Stau, auch relativ gute Schallbedingungen für die meisten Patienten, wenn ich von subkostal den Patienten schalle. Also die zweite Position, die erste war eben der Vierkammerblick, in den ich dann geschaut habe, und jetzt habe ich so einen subkostalen Blick. Genau, im subkostalen Blick kann ich auch sehr schön den rechtsventrikulär freie Wand messen, den Diameter. Das heißt, das wäre eine sehr gute zweite Ebene zum Vierkammerblick in dem Fall. Jetzt haben wir andere Parameter, die wir messen. Das machen wir dann im Echolabor, natürlich mehr im Detail. Die sogenannte rechtsventrikuläre Fractional Area Change, FAC. Und wenn die kleiner 35% ist, ist das pathologisch. Hier ist so eine Messung. Also auch hier wichtig, den Vierkammerblick vernünftig einstellen. Und dann misst man sozusagen einmal enddiastolisch und einmal endsystolisch und misst hier mit diesen drei einfach die Fläche über dem rechten Ventrikel und sieht hier, dass die Abnahme der Fläche hier in dem Fall mehr als 35% ist und das ist in dem Fall nicht pathologisch. Aber hier nochmal Beispiele für pathologische Fractional Area Change. Das ist normal, aber das ist eben nicht normal. Da sieht man, dass hier der rechte Ventrikel erstens in Ruhe schon vergrößert ist und zweitens auch diastolisch vergrößert ist und endsystolisch auch noch sehr groß ist und hier eine Änderung der Fläche nur um 20% stattgefunden hat. Und das ist ein pathologischer Wert, den wir natürlich auch weiter würdigen müssen. Wir haben eben schon gesagt, dass wir auch das Größenverhältnis RV gegen LV würdigen wollen und sollen. Und demzufolge habe ich hier nochmal ein Beispiel gebracht, was wir denn grundsätzlich sehen bei der pulmonalen Hypertonie. Einfach um das nochmal eindrücklich für alle darzustellen. Wir sehen hier einen Vierkammerblick. Wir sehen, dass der rechte Vorhof größer als der linke Vorhof ist, also eine sehr große Fläche zu haben scheint. Wir sehen, dass der linke Ventrikel kleiner als der rechte Ventrikel ist, auch das eindrücklich. Wir sehen, dass auch der rechte Ventrikel hier relativ wandstark ist, was er normalerweise nicht ist. Und das ist alles bislang eine Blickdiagnose. Wir sehen hier keinen richtigen Übergang des Septums nach links, aber tatsächlich das interatriale Septum, das wölbt sich nach links atrial. Und ist demzufolge auch pathologisch. Also das ist ein ganz klassisches Bild für eine pulmonale Hypotonie. Hier habe ich sicher eine relevante TI und habe sicher auch einen erhöhten Gradienten. Wichtig ist hier, dass das Größenverhältnis von RVEDD und LVEDD größer 1 ist. Das heißt, das ist ein pathologisches Zeichen. Und auch die Größe des rechten Vorhofes spielt hier natürlich eine wichtige Rolle. Hier oben habe ich nochmal dargestellt, wie wichtig es ist, dass man einen sehr guten Vierkammerblick hat. Denn man sieht hier, dass der rechte Ventrikel leider nicht so schön rund ist wie der linke Ventrikel und demzufolge allein durch diese drei Anlotungsebenen sich die Größe des rechten Ventrikels signifikant verändert. Das heißt, hier gilt es, eine sehr gute Schallposition zu haben und tatsächlich den größtmöglichen Diameter des rechten Ventrikels zu erfassen. Wenn ich das dritte Schallfenster nehmen würde, wäre der Ventrikel normal groß und sogar kleiner als der vom linken in dem Fall und das wäre sicher dann auch eine Fehldiagnose oder eine verfälschte Diagnose für diesen Patienten. Genau sagen, wenn ich einmal sagen, durchfächere ich, als jemand, der das nicht kann, und wenn es in keinem Fenster,
so groß ist wie der linke Ventrikel, der rechte Ventrikel nie so groß wie der linke Ventrikel, ist dieses Kriterium Ja, negativ. wichtig ist immer, dass man, wie das hier auch gezeigt ist, das Septum interventrikulär mittig hat im Bild. Das heißt also tatsächlich hier eine Achse hat von des Septums oder auch des interatrialen Septums, auch wenn das hier ein bisschen verzogen ist. Das heißt also, dass das Schallbild ein gutes ist. Das heißt, dass ich wirklich die Spitze habe, auf der ich aufsetze und nicht irgendwo daneben. Und dass ich dann demzufolge auch den Ventrikel so drehe, dass das Größenverhältnis des linken Ventrikels nicht unterschätzt wird, aber eben des rechten Ventrikels auch richtig eingeschätzt wird. Was wir vorhin gesagt haben, dieses D-Sign ist ja ein Zeichen, was nicht so häufig auftritt, weil es erst bei schwerer pulmonaler Hypertonie auftritt. Hier oben nochmal dargestellt. Man sieht hier einen sehr großen rechten Ventrikel. Man sieht das Septum abgeflacht. Das ist der linke Ventrikel hier dargestellt. Und das wäre so ein pathologisches Sign, also was dem hier ungefähr entspricht, diesem Bild. Und im Echo sieht es dann ungefähr so aus. Das sind jetzt keine wahnsinnig tollen Bilder, aber der Alltag ist eben auch nicht immer wahnsinnig toll. Man sieht aber hier schon, dass der linke Ventrikel septal abgeflacht ist und dass der rechte Ventrikel sehr hypertrophiert wirkt. Das ist also ein klares Bild. Und auch hier auf der Seite sehe ich diese Abflachung des Ventrikels. Das heißt, der linke Ventrikel ist nicht rund, wie er normalerweise ist, und der rechte Ventrikel ist größenvermehrt und hat auch Zeichen für eine rechtsventrikuläre Hypertrophie. Jetzt gibt es noch andere Messparameter, die man eigentlich im Alltag immer messen kann, wenn man ein Routine-Echo macht, wenn man wirklich, also neben diesen visuellen Darstellungen von RV, RA-Größe und so weiter, messe ich natürlich in der kurzen Achse parastinal gerne die Pulmonalklappe mittels Farbdoppler. Was ich dann aber auch machen kann, ist, ich kann mittels PW-Doppler oder CW-Doppler den Ausstrom über der Pulmonalklappe messen. Und da kann man die sogenannte Akzelerationszeit messen. Das ist die Zeit vom Beginn der Öffnung der Pulmonalklappe bis zur Spitze der Geschwindigkeit über der Pulmonalklappe. Und das ist hier einmal mit dem roten Pfeil gezeigt. Das ist diese kleine Zeit. Das heißt also vom Beginn der Öffnung bis zur maximalen Geschwindigkeit. Und diese Akzelerationszeit ist je länger, desto geringer die pulmonale Hypertonie ist. Bei einer bestimmten Schwere der pulmonalen Hypertonie nimmt diese Akzelerationszeit ab und ist demzufolge ein sekundärer Hinweis auf das Vorliegen der pulmonalen Hypertonie. Und immer dann, wenn die Werte unter 105 sind, Millisekunden für diese Zeit, ist das ein Hinweis auf eine pulmonale Hypertonie. Dann muss man beginnen, seinen Blick zu schärfen und vielleicht genauer hinzuschauen, Dinge zu messen, die man vielleicht sonst nicht immer misst. Im schweren Fall kann ich hier auch eine Inzision im Pulmonalklappenflussprofil messen. Das ist ein sogenanntes mittelstoisches Notching. Das heißt, also es gibt einen kurzen Schluss der Klappen über die hohe Geschwindigkeit. Das ist aber nicht so häufig zu sehen. Wenn dieser Wert unter 90 oder unter 60 Millisekunden ist, ist höchste Zeit, dann haben wir massiv erhöhte Werte im pulmonalen Kreislauf und da muss eigentlich schnell gehandelt werden. Wichtig ist Screening-Parameter unter 105 Millisekunden. Zusammengefasst, für das Screening auf eine pulmonale Hypertonie gilt an erster Linie die Geschwindigkeit über der Tricuspidalklappe als führend. Wir haben drei Bereiche. Wir haben den Bereich des intermediären oder hohen Risikos für das Vorliegen der pulmonalen Hypertonie. Wenn wir einen Wert von über 2,8 bis 3,4 oder über 3,4 haben. Und wenn wir in diesem Graubereich sind, des intermediären Risikos, sollte ich nach weiteren Echokriterien suchen, die ich eben gezeigt habe, um den Verdacht zu erhärten, um dann hier weitere und zum Beispiel invasive Diagnostik anzustellen. Es gibt natürlich noch weitere Parameter, neuere Parameter, die wir im Alltag jetzt auch schon einbringen, auch testen, regelhaft untersuchen. Wir kennen alle aus dem Bereich HFpEF den sogenannten linksventrikulären Füllungsindex, ein Maß für die linksventrikuläre Füllung, also das heißt der intraventrikuläre Druck, der korreliert ganz gut damit. Und das gibt es eben auch schon fürs rechte Herz, das E zu E-Rechts, der rechtsventrikuläre Füllungsindex, messe ich genauso. Ich habe hier den systolischen Wert E zu A-Verhältnis, hier ist die E-Welle im Gewebedoppler und dann messe ich mit dem PW-Doppler den Einstrom über der Tricuspidalklappe, Peak Flow, das ist wie das E zu A-Verhältnis über der Mitralklappe, das gleiche, nur eben über der Tricuspidalklappe. Wir haben ja nicht so hohe Geschwindigkeiten wie über der Mitralklappe. Nichtsdestotrotz kann ich hier den Index berechnen. Welchen klinischen Wert der hat und wie man den einsetzt zum Therapie-Guiding, ist momentan noch sozusagen
unter Erforschung. Studien laufen dazu, weiß man noch nicht, aber natürlich macht es auch Sinn, nach dem Druck intraventrikulär zu schauen. Und hier eine ganz tolle Arbeit aus dem Jahr 2017 aus unserer Klinik von Daniel Morris, den alle kennen für den Strain und für die Analysen, die er macht. Und da sieht man, dass auch rechts ventrikulär wir den longitudinalen Strain messen können. Es gibt hier auch schon Grenzwerte. Der Global Systolic Strain rechtsventrikulär ist kleiner gleich 17, minus 17 pathologisch. Und dann kann man auch begrenzt nur den freien Wand mit dem Mittelstrain messen. Und hier sind Werte unter 19 pathologisch. Und das sind jetzt hier Normalwerte gewesen. Hier sieht man den Global Strain mit 20 angegeben. Hier ist nichts angegeben. Oder sehe ich das hier falsch? Auf jeden Fall hier ein Normalwert für diesen Patienten, der hier gezeigt ist. Aber wenn ich einen Patienten habe mit einer pulmonalen Hypertonie, der noch eine normale Tapse hat, noch einen normalen Gewebedoppler und auch noch eine normale Fractional Error Change, und da liegt wahrscheinlich die Stärke des Strains, kann ich frühzeitig schon sehen, dass der Strain nur bei 9 oder 10% liegt. Und das heißt, hier haben wir schon eine pathologische Rechtsherzfunktion, wahrscheinlich in einem sehr frühen Stadium. Was wir damit tun, ob wir hier schon eingreifen, medikamentös und so weiter, ist alles noch offen. Aber der Strain ist hier schon pathologisch und das ist wahrscheinlich ein zukünftiger Marker für die frühe Diagnose auch einer Rechtsherzdysfunktion im Rahmen einer pulmonalen Hypertonie. Ähnlich wie wir es ja vom linken Herzen ja auch kennen, wo es Da lernen wir ja auch dauernd dazu, dass der Strain ein überlegener Parameter ist und ein sehr früher Marker ist. Und ich glaube, da ist die Tür offen auch hierfür. Also wir haben eben gesehen, dass wenn wir den Verdacht auf eine pulmonale Hypertonie haben, dann ist Echo einer der neben den klinischen Untersuchungsmerkmalen EKG, Röntgen, Lungendiffusion, und auch von Biomarkern NT-proBNP einer der Schlagparameter, um die Diagnose zu erhärten. Wir können das am Schluss nur hämodynamisch verifizieren, aber wir können im Echo die Grundlage legen, dass wir es überhaupt finden. Und das ist eigentlich das Wesentliche von dem, was wir hier sagen wollen. Wir haben als Abschluss noch einen kleinen Ausblick auf einen zweiten Aspekt, nämlich das Therapie-Monitoring. Das war jetzt eben das Screenen. Das Therapie-Monitoring ist ein zweiter wichtiger Aspekt. Und man sieht hier, dass wir für eine Therapie an einem Expertenzentrum der PH oder PAH immer natürlich überlegen müssen, haben die ein hohes Risiko oder haben die geringes oder mittleres Risiko. Die Risikoeinteilung ist jetzt nicht für das vorliegende Pulmonalembolie, sondern ist tatsächlich eine prognostische Evaluation. Und da spielt natürlich auch die Echokardiografie eine Rolle. Das hat natürlich für den Verlauf der Erkrankung tatsächlich eine Relevanz. Das ist eine aktuelle Arbeit aus 2020, wo ich einfach mal die Überlebenskurven für niedriges, mittleres Risiko im Vergleich zum Hochrisiko rausgesucht habe. Und da sieht man eben, dass das 5-Jahres-Überleben hier unter 50% ist, bei 40% für diese Gruppe, die hier mit CT-EPH untersucht wurde. Das heißt, diese Risikobeurteilung dient dazu, die Therapieentscheidung gut zu treffen und ist demzufolge sehr wichtig. Hohes CTEPH für die Kollegen, die es noch nicht kennen. Gerade chronisch thromboembolische pulmonale Hypertonie, meist infolge einer Lungenembolie. Wir haben hier, und das ist nochmal alles zusammen, die Grundlage für die Therapieentscheidung. Jetzt finden wir viele von den Parametern, die wir eben durchgesprochen haben, plötzlich nicht mehr, sondern wir finden nur noch ganz schlichte Parameter. Nämlich in dem Fall, was Echo anbelangt, zwei Informationen. Der eine Information ist die RA-Fläche, zeige ich gleich nochmal. Wahrscheinlich, weil es die höchste Messgenauigkeit hat im Verhältnis zu allen anderen Parametern und im Verlauf einfach, schnell und von vielen gut gemacht werden kann, ohne dass wir große Fehler machen. Und hier gilt ein geringes Risiko, 5-Jahres-Prognose, die Prognose von unter 5% bezüglich Mortalität, hat eine geringe RA-Fläche, keinen Perikarderguss. Und wenn der Patient ein intermediäres Risiko hat, 5 bis 10% Prognose, Einschränkung, dann haben wir eine RA-Fläche von 18 bis 26 Quadratzentimeter und keinen oder minimalen Perikarderguss.
Und bei Patienten mit einem sehr hohen Risiko zu versterben, haben wir neben den Kriterien, wie zum Beispiel auch hohes NT-proBNP von über 1400, eben eine große RA-Fläche und einen Perikarderguss. Das sind im Prinzip die Parameter, die aus dem Echo übrig bleiben. Das heißt, man muss immer auch schauen, hat der Patient einen Perikarderguss? Ja, nein, das hat einen Impact auf das Risiko. Und die RA-Fläche, die ich zum Screenen eigentlich gar nicht richtig regelhaft benutze. Wie geht das? RA-Fläche, Normwert ist kleiner 16 Quadrat. Zentimeter natürlich, Entschuldigung. Und hier an der Stelle sieht man, wie man das macht. Man planimetriert nicht die geöffnete Klappe mit, sondern bleibt auf der Ringebene und dann kann man den Vorhof relativ leicht umfahren und hat dann eine Fläche. Wir haben eben gesehen, ab einer Fläche von 18 Quadratzentimeter wird es interessant. Wenn es unter 18 ist, ist es gut, laut den Leitlinien. 18 bis 26 kritisch und über 26 Quadratzentimeter sehr kritisch. Und das ist der Therapieverlauf. Wenn sich hier Veränderungen ergeben, hat das eine Therapiekonsequenz zur Folge, dann muss sich was ändern. Entweder eine Kombinationstherapie oder inhalative Therapie dazugeben, egal was. Hier muss ich dann wirklich agieren. Man ist zufrieden, wenn der Vorhof, der ja häufig schon vergrößert ist bei Beginn der Therapie, in einem Bereich von unter 26 bleibt. Das heißt, bezüglich des Vorhofs ein nur intermediäres Risiko für die Patienten da In ist. welcher Ebene sehe ich das am besten? Am besten im Vierkammerblick. Auch da wieder. Okay. Vierkammerblick. Also zusammengefasst, wir haben eine Vielzahl von Echoparametern zum Screen auf eine pulmonale Hypertonie. Die sollte man tatsächlich ernst nehmen, denen auch nachgehen. Ich sollte immer versuchen, einen guten Gradienten über der Tricuspidalklappe zu erhalten, auch wenn ich da vielleicht nur eine geringe TI nachweisen kann. Die Wandstärke messen, die FAC messen, Fractional Area Shortening. Das heißt also quasi die Fractional Area Change, das heißt also wie viel Prozent verkleinert sich der rechte Ventrikel, wie ist das Größenverhältnis links und rechts, wie ist der RA groß, wie ist die Variabilität der Vena Cava Inferior, wie ist die Akzelerationszeit des pulmonal arteriellen Ausstroms über der Pulmonalklappe und so weiter. Das heißt, hier habe ich eine Vielzahl von Parametern, die ich nutzen kann und für den Verlauf und die Therapie Überwachung der pulmonalen arteriellen Hypertonie eignet sich am besten die RA-Fläche und das Vorliegen eines Perikardergusses. An der Stelle vielen Dank für die Vielen, Aufmerksamkeit vielen Dank. und wenn es noch Fragen gibt, freue ich mich. So, also wir brauchen, um zum Screening, damit ich überhaupt eine Diagnostik sozusagen einleite, brauche ich sozusagen eine weitere Diagnostik einleite, brauche ich das Echo. In einigen Fällen, wenn ich es richtig verstanden habe, ist das Echo vielleicht sogar so ausschlaggebend, dass ich auf die invasive Messung auch verzichten kann. Kann man das auch sagen? Das kann man nicht sagen. Die invasive Messung ist für den Bereich pulmonale Hypertonie, wie gesagt, der Goldstandard. Wir verzichten häufig bei Linksherzerkrankungen drauf, weil wir glauben zu wissen, dass das so ist. Theoretisch können wir aber dann das Vorliegen einer gegebenenfalls auch noch präkapillären Komponente gar nicht beurteilen. Das heißt, wir haben häufig auch bei uns im Rechtsherzkatheter diesen Befund eines gemischten Bildes, prä- und postkapillär, das wir eigentlich gar nicht erwartet haben. Natürlich sind die Therapieoptionen hier schmal an der Stelle, weil wir da gar nicht so viele Studien haben und zur Verfügung. Aber zur Diagnosesicherung ist es eigentlich notwendig, einen Rechtsherzkatheter zu machen. Okay, also die brauche ich also in jedem Fall, wenn ich sagen, Wenn wenn ich ich über es. eine pulmonale Hypertonie rede, ist das in jedem Fall zwingend. Wunderbar. Dann war das, krieg mal kurz wieder ins Bild, für die Kolleginnen und Kollegen, die uns im letzten Jahr auch schon in Präsenz verfolgt hatten, der zweite Teil zum Themenkomplex pulmonale Hypertonie gewesen. Da hatten wir im letzten Jahr ja also einen theoretischen und einen praktischen Teil zur Spiroergometrie. Wir planen gerade, dass wir im Rahmen zur dieser Einführung und einmal theoretischen Besprechung der Echokardiographie auch ein Hands-on-Training anschließen, müssen wir schauen, wie wir das gut mit den Pandemie-Vorgaben in Einklang bringen können, vermutlich in kleinen Gruppen. Dann würden wir daran anknüpfen und freue mich dann auch, dass wir den invasiven Bereich dann auch perspektivisch dann auch einbinden. Absolut. Vielen Dank. Dann möchte ich an dieser Stelle nochmal auf eine andere Veranstaltung, wo auch die pulmonale Hypertonie auch besprochen wird. Und zwar, vielleicht möchten Sie zwei Worte dazu sagen. Ja, also wir hatten ja lange das Loch der Bildung oder der Ausbildung bzw. Weiterbildung bezüglich der Herzinsuffizienz im Bereich Nordosten der Republik, um es mal ganz klar auszusprechen. Und wir haben uns dem Problem gewidmet und haben einen Grundkurs Herzinsuffizienz ins Leben gerufen,
der ab sofort jährlich stattfinden wird. Zusammen mit Herrn Pieske und Herrn Falk haben wir als überregionales Herzinsuffizienzzentrum natürlich im Rahmen auch der Zertifizierung und Interesse ein breites Ausbildungsangebot und Weiterbildungsangebot für den Bereich Herzinsuffizienz zu bieten und das dauerhaft anzubieten. Wir werden einen weiteren Aufbaukurs Herzinsuffizienz für nächstes Jahr etablieren. Wir werden auch eine Heart Failure Nurse Ausbildung in den kommenden Jahren oder eine MTA-Ausbildung etablieren, sodass wir den gesamten Bereich Herzinsuffizienz hier in Berlin vertreten, abdecken. Und das können wir fachlich natürlich auch sehr gut, weil wir in Kooperation mit dem Deutschen Herzzentrum und der chirurgischen Abteilung von Herrn Falk das ganze Portfolio für die Herzinsuffizienz natürlich anbieten können. Und ich freue mich auf die Veranstaltung, die erstmals dieses Jahr im November stattfindet. Herr Hashemi hat das mit mir hervorragend vorbereitet. Wir haben, glaube ich, 25 Referate im Rahmen von 2 Tagen Veranstaltung. Ob wir die Präsenzveranstaltung durchführen oder ob wir hier eine virtuelle Variante anbieten, entscheiden wir. Es wird auf jeden Fall stattfinden und es wird auf jeden Fall aus eine sehr gute Veranstaltung werden, weil wir namhafte Referenten eingeladen haben. Und auch dort Luftnot, ja, als Leitsymptom vieler kardiologischer Erkrankungen. Die Herzinsuffizienz die häufigste kardiologische Diagnose in unserem Umfeld. Und heute haben wir dann die sehr wichtige andere prognoselimitierende Diagnose nochmal kennengelernt. Und die Verknüpfung dessen wird auch, ich glaube, im November sogar von Herrn Witzenrath auch nochmal besprochen, sodass wir so interdisziplinär mit dem Pulmonologen gemeinsam diesen Themenkomplex auch angehen, so wie wir es im klinischen Alltag ja auch tun. Absolut richtig, Wunderbar, vielen Dank und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns bald wieder. Vielen Dank! Nochmal gelesen.